Na du, willkommen zurück hier in der Sklaverei. Herzlich willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich hatte das hier schon zerstört gehabt. Hab jetzt eine neue Session angefangen. Könnt sie einfach nochmal kaputt machen. Für ein bisschen Hacksilber. Und wir schauen uns hier jetzt mal die Schmiede an. Den Stein habe ich leider nicht benutzt zum Kämpfen. Ich glaube, genau, ich hatte einen Raben gesehen da hinten. Ich gehe einfach mal hier runter. Wow, okay. Wo ist er hin? Alter, okay, ich merke schon. So, hätten wir den auch. Trevus schwingt da so rüber. Mal sehen, was es hier so gibt. Oh, in den Kisten ist auch Hacksilber. Muss ich jetzt alles kaputt machen? Theoretisch? Oder waren da einfach nur... Wahrscheinlich waren da einfach nur Vasen mit dabei. Okay. Ah, da so ein bisschen Leben. Ha! Ich hab dazugelernt. Tschüss! Bam! Oh, wie das reinhaut. Von wo? Da. Ah, fuck, ich wollte mal versuchen, ob ich die Säure parryen kann. Würde mich eigentlich wundern, wenn man die nicht parryen kann. Das war's? Okay. Dann wieder zurück. Ski Alpha. Und jetzt muss hoffentlich der Rabe dann glauben. Na, okay. Vielleicht muss ich da doch noch aus irgendeinem anderen Winkel ran. Ah. Ich will eigentlich noch nicht runter. Oh, das müsste man schon richtig krass timen, glaube ich. Ja, ich gehe ja gleich runter. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich mach's mir immer schwerer, als es eigentlich ist. In resisting an occupation, sometimes the most obvious methods are the best. It is old. Neues Artefakt. Lofenheits Wetzstein. Es hat schon etwas für sich, nachts herumzuschleichen und seinen Feinden die Kehle durchzuschneiden. Es ist leise, es ist effektiv und es schürt Angst. Es gibt viele Möglichkeiten zu rebellieren, doch das war die, für die Lofenheit sich entschied. Eine Zeit lang hat es auch funktioniert. Die Einherja wäre niemals darauf gekommen, dass die hinreißende Tavernenbedienung, die sie mit einem Funkeln in den Augen und einem Lächeln auf den Lippen bediente, auch diejenige sein könnte, die sie bei Einbruch der Nacht abschlachten würde. Doch genau das tat sie. 11 von ihnen erwischte sie, bevor sie endlich gefasst wurde. Und selbst bei ihrer Hinrichtung, so wurde gemunkelt, hatte sie dasselbe Funkeln in den Augen, dasselbe Lächeln auf den Lippen. Cool, cool. No longer of use. But enough about you.
I'm talking about the Whetstone. Sehr, sehr cool. Gibt es mir was? Nö. Hier sind so Pilzis. Aber sonst sehe ich hier jetzt nicht so richtig, was wir machen können. Dann wieder hoch. Hopp, 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 hopp. Hochklettern. Klank, klank. Ja. Ich glaube, sonst waren wir hier auf der linken Seite fertig. Da sehe ich schon wieder ein explosives Fass. Kleine Scheusale. So. I think I see a passage. If we can get through this door. Mhm. Können wir gleich machen. Beziehungsweise müssen wir, glaube ich, sogar, weil es keinen anderen Weg gibt. Sad. So. Quite the mouth you had on the train, lad. It's just a word. I've heard way worse from Brooke. The word does not matter. You lost control. We were falling through the air. I thought we were gonna die. Is that what you truly wish your last word to be? No. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Ooh. Jan Smieder Tagebau. Neues Gebiet entdeckt. Hm. Ah, cool, cool. So, wo geht's hier weiter? I guess hier runter. Okay. Leading to the mine. We'll need to get past this cargo. Mm-hmm. Looks like the water powers the crane that's keeping the cargo up. Ah, gut, dass du mir hilfst. Hat irgendwie nicht funktioniert. Stelle ich mich wieder dumm an. Hey, looks like you stopped the water flow in that trough. Hm. That's it. Let's head across. There's a brazier to the left of the chest. Maybe you can good light bet. It. There's a couple more near here. Let's find them, yeah? Wieder die Schalen entzünden. Ich muss sie nur finden. Ah, hier unten ist noch was zum Aufheben. Gimme, gimme. Rohleder wieder. Okay. Da ist noch eine Schale. Und eine Inschrift. Is cooperative in large scare quotes. Der Tagebau. Bergbaukooperative Asgard Svartalfheim. Ich habe diesen Begriff nicht geprägt, aber man muss die pure, emotionslose Wortwahl respektieren, die Jahrzehnte systemischer Metzelei und Unterdrückung vertuscht. Mhm. I see, I see. Hier geht's auch nicht weiter. Dann wieder zurück. So, fehlt doch nur noch eine Schale.
That water must have lowered here as the dwarves dug the mine deeper. Wonder what it looked like before they excavated it. Sag mir nicht, ich konnte da hinten die Pilze wegbrennen. Jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich was verpasst habe. I might be able to get up there if you help me. Ah, ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ansonsten gehen wir dann gleich nochmal zurück. Hier mal hoch. Great. I'll head across for a better look. Father, there's a gate up here heading towards the entrance to the mine. If you can get up here, I'll need your help lifting it. If. Oh, come on. You can jump that. Your knees aren't that bad. Atreus. That was close. Try again. Ah, okay, er muss einmal drehen. Okay. I hope you can make that jump. It's another one of those wooden troughs. I wonder how the dwarves thought of stuff like this. Aye. Might be the great motivator of convenience. Ooh, water. When you can get the wet stuff to do it for you. Ich fühle mich so, als ob ich was übersehen habe. Die dritte Schale zum Verbrennen. Sure hope Tyr's here. Atreus, we seek information. I know. Stop acting like I'm trying to start a war. Yet you do not say otherwise. Brothers, maybe we can lay this to rest a bit, eh? Ah. Wie komme ich da hin? Muss ich es... wahrscheinlich muss ich... Ja, okay. Oh, oh. Ah, okay. Puh! On your side, I will lift on mine. Ah. Heavier than I thought. Thanks. Oh. Let's keep moving. Komme ich jetzt nicht mehr zurück? Nee. Nee, das können die nicht machen. Nee. Hier gibt's bestimmt einen Shortcut. Ja, okay, erstmal hier hin. Ich bin die Folge irgendwie nur verwirrt die ganze Zeit, ob das alles richtig ist, was ich mache oder nicht. Kann ich hier runter? Nee. Vielleicht bin ich blind und habe auch nur die dritte Schale nicht gesehen. Oder so. Ah, hier ist wieder so ein Ding, was wir nicht benutzen können. Der Tease. Der Tease. Oh, ich glaube, ich habe echt irgendwo was übersehen gehabt. Da hinten, wo es so leuchtet. Ich glaube, ich habe da was übersehen. Ah. Fühlt sich nicht gut an. Kann ich wieder zurück? Ich kann nicht mehr zurück.
Feeds Batman. Dann müssen wir das halt irgendwann nachholen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh! Hi, Sindri. Got something else for you. Sindri! What is it? Since you're currently lacking a light source, sorry, and have no way of seeing exactly what untold horrors lurk in the dark, these will help. Okay, back to your exploring now. Off with you. Thanks, Sindri. Hey, wait, what do you mean by untold horrors? Haben wir jetzt kleine Taschenlampen gekriegt? Wow, Mann. Nimm das! Cool. Atreus. Ah, dafür sind die da. I see. Jetzt kommen die Kleinen auch noch. That was close. Ah, Mist, ich hätte das mal machen sollen. Hier die Säulen anschießen. Wenn die, Grimms da drauf gesessen haben. Das wäre bestimmt cool gewesen. Naja. Hier nochmal nach den ganzen Vasen gucken. Ich glaube, ich habe ziemlich viele vergessen immer in den Folgen. Oder nicht gesehen. Werde ich wieder hier geteased damit. Ah, I hate it. I hate it. Wieso bin ich so blöd? Ah, einfach jetzt schnell weg hier. Da oben ist noch eine Kiste. Aber wie es aussieht, kommen wir da erst später hin. Okay. Cool, cool. Können wir jetzt unsere kleinen Nachtlichter einsetzen? I think this is it. This is the mine. Intriguing. However, we're ill equipped to do anything with it right now. Nein. Ah. Schlimm, schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Well, looks like the official entrance to the mine is blocked. There's gotta be another way. Maybe this cave will get us in. Mhm. Let's go. Nice. Not a dead end. Oh, Fledermäuse. Ich will mal einen grabben, falls man das kann. Ich glaube, die sterben immer zu früh. Ich könnte versuchen, einen zu parryen. Sonst noch was? Nee. Certainly smells like we're headed into a mine.
think I can hear the water, too. Slow down, Atreus. Take care. Be ready. Was bist du? Ah, wieder das. Okay. Gegen dich haben wir ja schon mal gekämpft. Was nicht heißt, dass du leichter geworden bist. Aber ich habe auch noch mehr Tricks dabei. Oh, okay. Oh. Oh, die Combo von denen. Die Kleinen sind echt nervig. Ja, bist du wieder deine Scheiße? Nein! Oh. Komm, einfach aufs Maul. So. Jetzt. Uff. Ich will ihn mal versuchen zu parryen. Nein. Komm her. Nein, nur nicht umbringen. Oh. Schade. The smell these things leave behind is so gross. A small consequence for disturbing their home. Let's keep moving. Noch mal ein bisschen hier umgucken, bevor wir weitergehen. Okay, da müssen wir lang. Also gehen wir noch mal in die andere Richtung. Ah, da ist ein Portal. Ja. Ist schon klar. War nicht noch irgendwie hier was? Na, egal. Bisschen Boot fahren, ja. Wie im Vergnügungspark. I'm sorry. I know you said not to, but I can't stop thinking about this. We spend all of our time fighting bad stuff. And I don't get why we can't do that alongside Tyr. We do not know him. We saw his shrines. He's a leader. He stood up to Odin when no one else would. If he's done it before, why wouldn't he do it again? Images from long ago do not tell a whole story. Hui! Ja. There's a door. Once we get off this, let's check there for Tyr. It's gotta be close. I can't help but feel like you're angry with me or something. Ever since we got to Svartalfheim, you've been critical of my every move. If you don't think I can lead us, just say so. It is not your competence that is in question. Okay, but what does that mean? Consider your intent. Ooh. This place is huge. Der Apfelkern? It's taken ages to build. Okay. Oh.
überall kleine Freunde. Another door. We'll have to check that one too. Words instructions do not say which one. Nope, we're on our own here. Your question from before about my intent. I intend to help the God of War stop Odin. And that means freeing him from whatever prison he's in right now. Brace yourselves, friends. Sindri? And be careful exiting that thing. One foot at a time. There are loose, rusty nails everywhere. Have you seen any signs of Tyr? As if I would navigate this maze of running sewage. No. I'm sure you'll manage that on your own. I don't know. The water looks pretty clear here. Keyword, looks. Ach, ich liebe es, dass er einfach überall wieder auftaucht. Das ist richtig toll. Mhm. Ich könnte einen neuen Knauf machen, der einfach in allem gefühlt besser ist. Ja, why not? Chaos-Klingen könnte ich jetzt verbessern mit der Chaos-Flamme, die wir gekriegt haben. Fire is actually a disinfectant, so these are very hygienic. Hier auch. Etwas, was die Werte sehr gut hoch macht. Ja, why not? Oder nee, ich habe sie einfach nur verbessert, oder? Ah. Mist. Das wollte ich nicht. Ja. Irgendwas bei den Rüstungen? Was Neues kann ich nicht machen. Oder? Doch, tatsächlich. Ah, nee. Das ist ein bisschen besser. Ich kann doch meine Rüstung einfach ein bisschen verstärken, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ah, ich kann aber noch verkaufen. Das habe ich vergessen. Artifacts like these make you proud to be a dwarf. Just checking in on me? Das Restliche kann ich ja eigentlich nochmal für Fähigkeiten rausböllern. Ich könnte eine Fähigkeit nochmal hier verbessern mit so einem Token. Betäubung. Ich glaube, Betäubung ist ganz gut. Dafür. Bei den Chaos-Klingen kann ich einfach mal wieder ein paar neue Moves hinzufügen. Der sah heftig aus. Ansonsten nehme ich einfach mal so ein. Nice. Cool. Cool, cool, cool. Look, there's a door just across this gap. Tyr could be right there. Could be. Yay, was Neues zum Lesen. Whoever wrote this certainly had an eye for detail. Okay. Die Gruft. Gewölbeblick. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es gibt nicht zu allem eine spannende Hintergrundgeschichte. Manchmal werden Dinge einfach als das bezeichnet, was sie sind. Okay. Cool, cool. So, was machen wir jetzt hier?
einfach Wasser durchmachen. Schauen, wo ich was einfrieren kann, I guess, oder? Das geht schon mal nicht. There should be a way to turn the wheel, no? Mhm. Da muss irgendwie Wasser reinkommen. But how? Ich will das Hack selber. ja gut. Es ist jetzt vorbei, oder? Wir finden Tier jetzt nicht mehr. Da oben? Oh, water's overflowing where you froze that trough. That's helpful. Irgendwas gebracht? Ich glaube nicht. Oh, okay. That worked. Let's get to the door. Come on. Okay, ich dachte, ich muss wirklich das Wasser treffen und nicht einfach nur da die Bahn, wo es rauskommt. Okay, na dann. Wieder zu kompliziert gedacht irgendwie. Ich will jetzt endlich, dass wir unsere Taschenlampe einsetzen können. This is where Tyr currently is. He's got to be here somewhere. This mine is huge. Atreus, what do you intend to stop Odin from doing? You speak as if you know his plan. I don't know his plan. That's why I'm... Brothers. With Fimbulwinter underway and Ragnarok around the corner, Odin will be desperate. Whatever he's planning to do surely won't be to the benefit of anyone but himself. Exactly. Oh, kleine Glühwürmchen. Okay. Across the way. There's another door. Maybe that's the one. Okay, ja, vielleicht. Schauen wir mal. So, ich muss echt mehr Parries üben. Ah, das wurmt mich immer noch mit der brennenden Schüssel vorhin. Ah, Mann. Das ist so dumm. Zusammenarbeit. Wir haben diese Welt mit unseren Zwergenhänden erbaut. Sie mit Zwergenmuskelkraft verstärkt. Sie mit unserem Zwergenverstand vorangetrieben. Aber wir sind nicht mehr länger auf uns alleine gestellt. Unsere Stärke und Genialität hat ihresgleichen in den Asen von Asgard gefunden. Jetzt arbeiten Zwergeschmiede Hand in Hand mit Asensoldaten und Ingenieuren. Jetzt tragen die Asen die Last gemeinsam mit ihren Zwergenbrüdern, sodass sie für uns alle geringer sind. Es waren Zwerge, die Svartalfheim zu dem gemacht haben, was es ist. Aber zusammen mit den Asen können wir diese Welt sogar noch weiter verbessern. Naja, ist ja nicht so gut geworden, wie es hier stand, wie wir wissen. So, was ist hier? Nichts. Hier muss aber noch was sein. Not to be discouraging, but it is a mine after all. Namir,
That is discouraging. Did you see that over there? There's a broken door up to the left behind this crane. Maybe Tyr tried to escape. We should look. Outstanding! That overflowing water is powering the crane. Clever. Erstmal ein paar Kisten aufmachen wieder. Nice. Und hier hochklettern. Okay, was gibt's hier? Hacksilber einfach mal. Und noch mehr zum Ziehen. Okay, ich musste das sogar machen. Hab ich irgendwie nicht mitgerechnet. Jetzt will ich doch wieder hier hin. Können wir jetzt optional... Ah, okay. Oh, das ist so cool. Geil. Alter. Oh, das hat ihn gar nicht getroffen, oder? Oh, zu früh. Ah, ich glaube, es hat ihn doch getroffen. Nice. So, wo noch? Ah, okay. Ah, spuck nur. Ja. Ja, okay. So. The door now, shall we? Nein, oh, habe ich das jetzt gekriegt? Nee. Cool, cool. Leben brauche ich wieder. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber es macht einfach Spaß. Das ist nicht die richtige Tür. Was noch? Quacksilber? Kann ich hier hoch? Nö. Okay, scheiße, ich muss wieder außen rum gehen. Aber jetzt sollten wir durch die Tür gehen können. Hoffentlich. Another dead end.
don't think we can go this way. Was haben wir hier? Artefakt. Made for the Aesir. Indeed. And then stolen by Altjof, the thief. Altjofs Statue. Ich erinnere mich noch an die Eskapaden von Altjof, dem Dieb. Er hatte eine der wichtigsten Regeln des Widerstands begriffen. Man muss nicht immer große Schlachten gewinnen. Man muss den Eindringlingen nur lästig genug sein. Bevor Svartalfheim freiwillig das Knie vor Asgard beugte, schickte Odin eine Abordnung von Einherjahr als unterschwellige Demonstration seiner Macht. Es verging kein Tag, an dem ich nicht von vermissten Getreidesäcken oder stibitzten Rüstungen hörte. Oder in diesem Fall von kostbaren Wertgegenständen, die entwendet wurden, bevor sie nach Asgard zurückgebracht werden konnten. Anders als die meisten Diebe, die ich kenne, stahl er nicht wegen des Nervenkitzels oder der Beute, sondern einfach nur, um die Einherjahr zu ärgern. Und es funktionierte, bis sie ihm eine Falle stellten, ihn erwischten und mit einem Seil erhängten, das er zu stehlen versucht hatte. Okay. Sehr, sehr makaber. Ah, da kommen wir auch nicht lang. Schade. Dann wieder zurück. Zur anderen Tür. Oh, das ist cool. So. Das war hier. Da musste ich wieder die Axt nehmen und hier drüber hauen. We'll be up there in no time. Take that lift up. Tyr can't be far. Okay, new exercise. Let's think about how Tyr's probably feeling locked up in his mind. If I were imprisoned by Odin and finally freed, Odin would obviously be at the top of my list. But I would just want to fight something. Anything. Even if it was just to know I still could. Oh, oh, eine weitere Kiste, zu der wir irgendwie leider nicht hinkommen. Oder können wir? Wenn wir smarty smart ass sind, dann können wir das. Nice. So, jetzt aber. Hallo, Tyr? Sind Sie hier? Tyr? Whoa, what happened here? Okay. Eklig. More resistance on your left. Oh. Hi. This dwarf didn't make it out. Nee. Der hat's nicht geschafft. Oh.
das war alles, I guess. Is that a relic? Reliquie erhalten. Reliquien gewähren eine Spezialfähigkeit, die mit L1 aktiviert wird. Rüsten Sie die Reliquie im Waffenbildschirm aus. Drücken Sie, um sich verfügbar. Okay. Magni-Talisman. Okay. Aktivieren Sie die Fähigkeit einer Reliquie mit L1 und Kreis. Okay. Magnum-Talisman. Ein Talisman, der für den Besitzer so wertvoll war, dass er bis zuletzt festgehalten wurde. Hätte er überlebt, wenn er ihn losgelassen hätte? Okay. Dann. Gabe der Stärke. Okay. Aua. Aua, aua, aua. Okay, ja, ich bin nicht stark. Jetzt keinen Bock, lang gegen diese Typen hier umzukämpfen. So. Den hätten wir. Den auch in zwei geteilt. Oh, weichen immer aus. So. In der Luft zerschossen. Sehr cool. Okay. Ja. Dann gehen wir raus. Another empty vault. Little brother, perhaps it's time we... No, don't even say it. We're gonna find him. Look, another door on the other side of the cavern. Let's go. Puh, noch ein ganzes Areal, okay. Aber ich mache jetzt mal eine kurze Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu God of War Ragnarök. Hat Spaß gemacht. War alles ein bisschen viel erkunden und rätseln, aber das gehört ja auch dazu zum Spiel. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.